Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wo ich euch meine VS Code Extensions vorgestellt habe, die ich schon erstellt hatte. Das waren ja zwei Extension Packs, also an sich eine Sammlung oder Empfehlung an anderen VS Code Extensions. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt eine wirkliche VS Code Extension geschrieben, also wirklich mit Programmieren und alles drum und dran, ja. Und diese nennt sich VS Code Tasks View. Was das ist, werde ich gleich zeigen. Ich habe dazu natürlich auch ein GitHub-Repository, wo der Code zu finden ist. Ich meine, den Code müsst ihr euch nicht angucken, den müsst man nicht, auch nicht, irgendwie nicht kompilieren oder so. Denn die Erweiterung ist auch offiziell hochgeladen und kann somit installiert werden in Visual Studio Code. Das heißt, wenn ihr mal in VS Code reingeht, könnt ihr bei der Suche hier entweder nach dem Namen der Erweiterung suchen, also VS Code Task View, oder nach meinem Benutzernamen, welcher Franek 94 wäre, da würdet ihr auch die anderen Erweiterungen sehen, ups, die es so gibt. Das heißt, das hier wäre jetzt die neue VS Code Tasks View und die könnt ihr dann über den Install-Button einfach installieren. So, das hätte ich jetzt hier gemacht. Und ich starte jetzt einfach mal VS Code auf dem Desktop und werde mal zeigen, wofür das überhaupt da ist. Zuallererst, ihr müsst vertraut sein damit, was eine task.json-Datei in VS Code ist. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht. Ganz kurz abgekürzt, eine task.json-Datei definiert euch ja bestimmte Tasks, also Aufgaben, die bestimmte Befehle ausführen. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie ein Makefile, ja? In einem Makefile definiert ihr euch einzelne Targets, wo ihr verschiedene Kommandos ausführt und ihr könnt das dann über diesen Target-Namen aufrufen. So ähnlich funktioniert das hier in task.json, das ist halt eine JSON-Datei offensichtlich. Und dementsprechend das über diese JSON-Objekte hier gesteuert. Jeder Task hat ein Label, ein bestimmtes Kommando und gegebenenfalls noch irgendwelche Command-Line-Arguments, die übergeben werden. Das heißt, das ist jetzt eine task.json-Datei, die liegt immer in diesem .vs-Code-Ordner. Beziehungsweise, wenn man die anlegt, liegt sie im .vs-Code-Ordner. Per Default hat man jetzt keinen Workspace. So, und sagen wir mal, ich habe jetzt hier irgendwie ja verschiedene Tasks definiert, wie ich zum Beispiel ein C oder C++-Programm compilen kann, aber diese Tasks kann man auch für Python und für JavaScript, TypeScript und so weiter und so fort anlegen. Also die Programmiersprache ist eigentlich egal. Ja, solange das jetzt ein Kommando ist, welches im Terminal ausgeführt werden soll. So, sagen wir mal, ich habe jetzt hier einen Task angelegt für diese Main-Datei, wo ich jetzt definiert habe, okay, die möchte ich jetzt kompilieren zu einer Exe. So, normalerweise wird man das ja machen mit Steuerung Shift B, dann kriegt man dieses Dropdown-Menü, mit welche Tasks man alles zur Verfügung hat. Und genau diese Liste, die hier jetzt vorliegt, jetzt nicht vom Code her basierend, aber genau sowas, zeigt es meine Erweiterung an. Nämlich, wenn ihr die Erweiterung installiert habt und aktiviert habt und einen .vs-Code-Ordner bei euch vorliegt mit einer task.json-Datei, ansonsten findet er keine Tasks, ist klar, sollte jetzt hier links in der Leiste dieses Icon sein. Und hier sind jetzt alle Tasks aufgelistet, die ich in dieser task.json-Datei definiert habe. Und ausführen kann ich die jetzt, indem ich hier, wenn wir darauf gehen, sieht man ja diesen Play-Button, nenne ich das mal, oder Run Task steht da jetzt. Und wenn ihr draufklickt, wird der Task bei euch im Terminal ausgeführt. Ja, was ich noch als extra Option hinzugefügt habe, ist, dass man bestimmte Tasks hiden kann. Wenn ich nochmal in die task.json gehe, seht ihr hier, ich habe ja relativ viele verschiedene Tasks definiert. Und ihr könnt jetzt sagen, dass ihr Tasks verbergen könnt. Das heißt, die werden hier nicht in der Liste aufgelistet, sofern diese hier den Eintrag Options haben und dort drin der Eintrag Hide gleich True ist. Wenn ihr das setzt in einem Task, dann wird der nicht aufgeführt hier in dieser Liste. Wenn ihr das nicht setzt, also es einfach weglässt, dann wird der aufgeführt, ja? Und das wäre jetzt meine Erweiterung. Die will ich in Zukunft noch ein bisschen erweitern, weil die noch nicht allzu viel kann. Ich habe mir jetzt selber mal so als Aufgabe gestellt, dass ich mich auch ein bisschen mehr mit TypeScript beschäftigen will. Und ja, installieren könnt ihr die, wie gesagt, hier einfach über das Extensions-Feld, gebt meinen Benutzernamen ein, beziehungsweise die Erweiterung. Wenn ihr dort irgendwie Probleme habt, könnt ihr gerne ein Issue bei dem GitHub-Repository stellen. Und ja, das war's zu dieser Erweiterung. Würde ich sagen, das war's auch für dieses Video. Ein Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich die Links zu meinen Udemy-Kursen hinterlegt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein. Ciao.